Durch Todesnacht bricht Ephres morgenrot. Wer mutig für sein Vaterland gefallen, der baut sich selbst ein ewiges Monument im treuen Herzen seiner Landesbrüder. Und dies Gebäude stürzt kein Sturmwind nieder. Wenn auch jetzt in den bezwungenen Hallen Tyrannei der Freiheit Tempel bricht. Deutsches Volk, du konntest fallen, aber sinken kannst du nicht. Theodor Körn. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kameradinnen, Kameraden, deutsche Landsleute. Ich freue mich und ich bin stolz, dass heute so viele den Weg hierhin nach Demmin gefunden haben, um in Würde und Anstand der Toten und Gefallenen zu gedenken, die nicht nur diese Stadt, sondern ganz Deutschland zu beklagen hatte. Hier in Demmin, etwa 200 Kilometer von der damaligen Reichshauptstadt Berlin entfernt, fanden am 30. April 1945 und an den Folgetagen mehr als 1000 Deutsche einen gewaltsamen Tod. Manche sprechen von 600 Toten, andere von 2000 und mehr. Doch was bedeuten schon solche Zahlen, gemessen an den Schicksalen, von denen jedes Einzelne eine Tragödie ist? Es ist aber nicht nur eine Pflicht, unseren Toten zu gedenken, wenn es sonst niemand tut, sondern eine Ehre. Während die Eliten dieses Staates nur an die Opfer anderer Völker denken, ist es uns ein Anliegen, der Angehörigen unseres eigenen Volkes zu gedenken. Befreit wurden wir nicht. Befreit wurden die Deutschen wie hier in Demmin von ihrem Hab und Gut. Millionen Deutsche wurden von ihrem Leben befreit. Kinder verloren ihre Mütter und Väter, Eltern verloren ihre Kinder, unser Volk verlor das Recht auf ein freies Leben. Einen solchen Tag zum Tag der Befreiung zu erklären, ist perfide und zeigt das ganze Ausmaß des Hasses auf unser Volk. Heute senken wir unser Haupt vor jenen, die fielen und starben, damit wir leben können. Lasst uns heute einen festen Entschluss fassen, nicht zu wanken und nicht zu weichen, sondern alles daran zu setzen, unserem Volk die Freiheit zu bringen. Nichts anderes kann unseren Eltern und Großeltern gerecht werden. Nicht weniger als unser Leben und unser Einsatz für die Freiheit. Nicht weniger dürfen wir geben als die, derer wir heute gedenken, auf dass unsere Gefallenen und Toten mit Stolz auf uns blicken und sich unserer nicht schämen müssen. Unser Auftrag, den Gefallenen und Toten die Ehre. Es lebe Deutschland!